Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht, ich sitze wieder auf meinem Sofa. Es ist Zeit für einen Vlog. Und ich war beim Friseur. Ich habe es endlich geschafft. Weg ist die Matte. Herrlich. So. Worum geht's heute? Ich habe mal wieder einen Filmtipp für euch. Und es wird noch eine weitere neue Box auf meinem Kanal geben. Und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Fangen wir mit den Filmtipps an. Das sind zwei Filme, die schon ein bisschen älter sind. Der erste ist Basic. Total geiler Film mit John Travolta und Samuel L. Jackson. Worum geht es in dem Film? Es ist ein Film, geht quasi um einen Mord, der während einer Übung auf einem Militärgelände passiert. Und der aufgeklärt werden soll. Soweit nichts Berauschendes. Was diesen Film so total genial macht, sind einmal die Schauspieler, weil, wie gesagt, Samuel L. Jackson und auch John Travolta passen super auf die Rollen, die sie da spielen. Ist ein super spannender Film. Und immer wenn man denkt, okay, man weiß jetzt, was passiert ist und wie es gelaufen ist, dann kriegt man 5 Minuten später wieder einen zwischen die Hörner und nö, war nicht so. Man merkt bei dem Film erst in den letzten 2-3 Minuten, worum es eigentlich geht. Und man denkt immer die ganze Zeit in dem Film, okay, das war so, das war so, das war so, oder der könnte es gewesen sein, das könnte passiert sein. Und in den letzten 2-3 Minuten wird alles über den Haufen geschmissen und es geht dann um was ganz anderes. Geiler Film, sollte man sich unbedingt mal angucken. Und wie gesagt, ich finde gerade die beiden Schauspieler sowieso klasse. Und dementsprechend, geiler Film, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Das zweite ist auch ein Film aus dem Jahr 2003. Nennt sich Löwen aus zweiter Hand. Brillanter Film. Total geil. Schön was zum Lachen. Also jetzt kein actiongeladenes Ding oder so, sondern wirklich was Lustiges. Da sind die beiden Hauptdarsteller sind Robert Duvall und Michael Caine. Der Film an sich handelt davon, spielt so, ich würde mal sagen, 50er Jahre, 60er Jahre, na eher 50er Jahre. Ein kleiner Junge wird von seiner Mutter bei seinen beiden Onkeln abgegeben, quasi über die Sommerferien. Die wohnen auf einer Farm, völlig einsam, kein Fernseher, kein gar nichts, ziemlich runtergekommen das ganze Ding. Und ja, der Junge merkt natürlich am Anfang, ist völlig für den Arsch, weil die beiden haben keine Ahnung von Kindern, es gibt kein Fernsehen, es gibt eigentlich gar nichts. Dann geht das Ganze noch um einen großen Schatz und wie der Junge im Endeffekt dann die beiden alten Herren dazu kriegt, dass sie ihr Leben doch mal genießen. Super geil gemacht, extrem lustig und ist jetzt kein so ein billiger Humor, sondern wie so eine manchmal ein bisschen schwarzer Humor. Ich finde ihn einfach gut. Das ist so ein Film, den kann man sich abends angucken oder auch mal, was weiß ich, auf dem Sonntagnachmittag auf dem Sofa die Füße hochlegen und Netflix oder Amazon, je nachdem, wo man ihn kriegt, anschalten, angucken, lohnt sich. Toller, toller Film. So, das waren meine beiden Filmtipps. Eben ein bisschen heiß Getränk. Und dann würde mich mal interessieren, habt ihr die Filme schon gesehen? Was haltet ihr von den Filmen? Oder wenn ihr sie euch dann aufgrund meiner Filmtipps angeguckt habt, schreibt doch einfach mal die Meinung, was ihr davon haltet. Würde mich echt interessieren, weil ich finde die beiden Filme echt top. Kommen wir zum nächsten. Ich kriege heute oder morgen, ich habe eine Box. Ich habe mir bei der Wackenbrauerei eine Box bestellt. Eine Wacken-Winterbier-Box. Da sind dann 16 Flaschen Bier drin. Ich glaube, 8 verschiedene Sorten sind das insgesamt. 6 oder 8. Und da sind halt noch ein paar andere Sachen bei, wie ein Becher, glaube ich, T-Shirt vom Wacken Winter Nights und. Da werde ich dann, glaube ich, auch, wenn ich die Box kriege, ich denke mal, sollte sie kommen, laut DHL, wenn das dann alles so passt. Und ich werde dann morgen auch so ein kleines, kurzes Unboxing darüber machen. Ich werde da morgen kein Verköstigungsvideo davon machen. Das
könnte schief gehen. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich werde also die Sachen dann auf Instagram posten von den einzelnen Sorten, wie sie mir geschmeckt haben, wie ich sie gefunden habe. Und werde dann vielleicht nochmal so ein Resümee in dem Video machen, so allgemein zu der Box, wie ich diese Box fand. Kostet, glaube ich, jetzt mit Versand irgendwas um die 45 Euro oder sowas. Ich bin sehr gespannt und bringt mir vielleicht so ein bisschen Wackenfeeling wieder oder so. Mein letztes Jahr kein Festival, für dieses Jahr gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht doch noch stattfindet. Ich habe da so ein bisschen Entzugserscheinung. Also ich will wieder auf den Heiligen Acker feiern, Leute sehen, Leute kennenlernen. Das fehlt. Das ist echt so. Sonst war mein Jahresurlaub. Wenn ich dann weiß, okay, ne, Urlaub 14 Tage und davon eine Woche konsequent Notarzt. Davon dann eine Woche konsequent Festival. Von montags bis sonntags auf dem Acker und Gehirn ausschalten, Zeit genießen. Ist schon geil. Vielleicht mache ich auch mal ein Video darüber, über das Wacken. Warum mir das Wacken so gut gefällt und was ich mit dem Wacken verbinde und was für mich das Besondere am Wacken ist. Wenn ihr da Bock drauf habt, mache ich dazu ein Video. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So. Dann habe ich ja gesagt, ich habe noch eine Box bestellt, eine Abo-Box. Die ist von Surplus. Ist eine Foodbox, also eine Lebensmittelbox, mit einem geilen Konzept dahinter. Und zwar sind das, die sagen dann dazu, gerettete Lebensmittel. Ich finde, das klingt mal ein bisschen witzig, aber gut. Also Lebensmittel, die sonst normalerweise in Discountern, Lebensmittelmärkten etc. entsorgt werden würden, weggeschmissen werden würden. Sei es jetzt, dass die kurz vor MHD sind oder dass da ein falscher Aufdruck zum Beispiel, ein falsches Label drauf ist. Was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pesto habe, was in Deutschland verkauft werden soll und da ist aber das Label für Italien drauf oder so, dann kann das in Deutschland so nicht verkauft werden. Dann machen die halt einen kleinen Beipackzettel dafür, packen das in die Box. Da können auch Sachen drin sein, wo das MHD schon abgelaufen ist. Aber die Sachen werden geprüft, sind also alle noch gut und können noch verzehrt werden. Das heißt, es sind Sachen in Konserven oder es sind Nudelprodukte oder sowas. Also wenn auch so ein Paket Spaghetti drauf ist, dass die seit einem Monat abgelaufen sind oder zwei, ist es wurscht, die halten sich ewig, wenn die Verpackung in Ordnung ist. Und bei Konserven ja sowieso. Also braucht man sich keine Gedanken machen. Dafür ist das Ganze dann natürlich relativ günstig. Der Warenwert normal liegt bei so einer Box dann bei 65 Euro und die Box kostet mich jetzt 34,95 inklusive Versand. Sind auch so um die 30 Artikel drin, also ist eine relativ große Box, relativ voll. Und da bin ich mal sehr gespannt. Die Boxen gibt es in zwei Varianten. Es gibt die einmal als vegetarisch und einmal als vegan und bio. Ich habe die vegetarische genommen, weil die ist 10 Euro günstiger. Ich bin kein Vegetarier, werde ich auch nie werden. Also da brauchen sich die Leute, die mich kennen und nicht irgendwie jetzt Panik schieben oder so. Aber so, ich habe auch so ein bisschen zurückgedacht, so als Kind, es gab vielleicht einmal, zweimal die Woche Fleisch. Da gab es auch mal Fisch, es gab mal Nudeln, es gab mal einen Gemüseauflauf oder sowas. Und heutzutage frisst man irgendwie ständig Fleisch und das ein bisschen zu reduzieren, ist ja auch nicht verkehrt. Wir haben ein bisschen gesünder Leben und ich kriege vielleicht von meiner Wampe hier ein bisschen was weg. Schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt und ich habe in anderen Videos gesehen von Leuten, die halt ein Unboxing dafür gemacht haben, da sind wirklich viele Sachen drin, die ich so nicht kenne, die ich mir so wahrscheinlich auch nicht gekauft hätte, weil diese ganzen Bio-Sachen sind auch oftmals echt teuer. Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt und ich finde das Thema halt gut, dass man sagt, okay, Sachen, die sonst weggeschmissen werden, werden da quasi dann weiterverwertet. Ich habe vor 10 Jahren ungefähr auch mal für einen Lebensmitteldiscounter gearbeitet, oder für einen Lebensmittelhändler auf dem Großlager und wir haben jede Woche Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen. Also wir hatten, ich war in so einer Abteilung für Obst und Gemüse und das waren wirklich einmal die Woche freitags, wenn wir weggeschmissen haben, es waren Tonnen. Und ich glaube, die aus dem Bereich mit den ganzen frischen Produkten, also Milchprodukte, Aufschnitt, Käse und sowas, die haben das, glaube ich, alle 1 bis 2 Tage haben die aussortiert und weggeschmissen. Und das waren Sachen, an denen war wirklich nichts dran. Also gerade im Obst- und Gemüsebereich zum Beispiel, wenn wir freitags da noch Blumenkohl hatten,
an dem nichts dran war. Dann wurde gesagt, okay, das könnte sein, dass der Montag im Laden vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht, also schmeißen wir ihn weg. Und dann können das auch schon mal so 4-5 Euro Paletten voll mit Blumenkohl gewesen sein. Es ging einfach in den Container und den Müll. Ich habe dann damals gefragt, könnte man sich der Tafel geben? Ich kriegte als Antwort, ja, würden wir machen, aber dann müsste die Tafel uns auch alles abnehmen. Und bei den Massen, die allein in diesem Lager angefallen sind, das kann keine Tafel unterbringen. Das ist einfach viel zu viel. Und allein das habe ich damals schon für einen sehr, sehr großen Fehler gehalten. Also, dass man sagt, man schmeißt jede Woche 2-3 Tonnen Obst und Gemüse weg, plus noch etliches an Aufschnitt, an Käse, an Milch, an Joghurt, konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Das war ich damals schon beim Hatters, vielleicht müsste das irgendwie cleverer planen können. Deswegen finde ich jetzt diese Sache völlig okay und ich bin sehr gespannt, was in dieser Box drin ist und was sich daraus machen lässt. Es sind vorwiegend aber auch so Vorratssachen. Also es sind jetzt Brotaufstriche dabei oder es sind Nudeln dabei, Konserven. Also jetzt nicht unbedingt so sehr viel, was ich dann auspacken und direkt probieren kann. Aber da werde ich dann dabei bleiben. Ich werde die Sachen, die ich probiere, das werde ich dann auf Instagram teilen. Oder ich mache es im Vlog, dass ich dann sage, pass auf, das und das war super und sage euch dazu dann was. Aber das auch nur zu Sachen, die nicht so alltäglich sind. Also wenn ich jetzt da eine Packung Pirkelnudeln drin hätte oder ich hätte da eine Tütensuppe drin, das sind so Sachen, da mache ich dann nichts drüber. Aber so ausgefallenere Sachen und so wie ich es in den Boxen gesehen habe, in den Videos, sind da sehr viel ausgefallene Sachen. Die werde ich dann schon vorstellen und euch dann meine persönliche Meinung, meinen Eindruck dann vermitteln, was ich von diesen Artikeln halte. Und ich denke, das könnte sehr interessant werden. Also bestimmt sehr viele Sachen, die sehr gut schmecken. Ich befürchte aber auch sehr viele Sachen, die mir dann gar nicht schmecken werden. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ich weiß noch nicht, wann diese Box kommt, weil ich habe auf der Internetseite tatsächlich kein festes Datum gefunden, wann diese Boxen verschickt werden. Also ob die jetzt sagen, immer zum 15. wie bei den meisten anderen Boxen oder dass die sagen, sobald man das Abo abgeschlossen hat, kriegt man das dann im 4-Wochen-Rhythmus. Da muss ich mich überraschen lassen. Also da weiß ich nicht, ob ich jetzt im März noch eine Box kriege. Ich hoffe. Ansonsten denke ich, alle anderen Boxen, die ich bestellt habe, müssten im Laufe der nächsten Woche eintrudeln. Also 3 Lootboxen und eine Foodbox. Und dann werde ich natürlich dementsprechend schnell die Videos machen und euch die dann auch hochladen und euch zeigen, damit ihr dann wisst, was da drin war, was es da so alles gibt. Ja, und ich bin da schon sehr gespannt auf die ganzen Boxen und ja, auch auf meine Bierbox, die dann ja nun hoffentlich heute kommt. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin super gespannt und es macht auch einfach Spaß, sich auf diese Boxen zu freuen. Das ist so einmal im Monat Weihnachten, könnte man sagen. Und ich bin ja nicht so der Weihnachtsfan, so gar nicht, aber so einmal im Monat Boxen kriegen mit irgendwelchen tollen Sachen drin, wo man nicht weiß, was es ist, finde ich schon sehr cool. Tja, das wird soweit erstmal gewesen sein. Nee, gar nicht, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich werde versuchen, am Wochenende mal mein Studio so ein bisschen herzurichten. Grob die Richtung, wie es denn nachher sein soll, wie alles stehen soll. Und wenn alles klappt, wird das nächste Vlog nächste Woche dann im Studio oben sein, wo ich sonst meine Unboxings mache. Und ich werde euch ein bisschen dieses Studio zeigen, wie es bisher aussieht, was ich vorhabe, was da noch alles gemacht werden soll. Und euch dann so Step by Step mit dem Moment, wenn irgendwas umgebaut ist, wenn was Neues ist, dann zeige ich euch das. Dann könnt ihr euch das angucken und quasi so mitverfolgen, wie ich aus einem fast leeren Raum ein schönes Studio, was auch gleichzeitig Männer- und Nerdhöhle werden soll, aufbauen. Ja, jetzt war es das aber. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Surplusbox haltet, was ihr von den Filmen haltet. Und ansonsten kennt ihr das Spiel. Ne? Teilen, liken, ein Abo dalassen und
Wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss.